Training. Dann aber Riesenprobleme. Und Manfred, nicht nur für Europäer, das wollte ich eigentlich gerade bei Timo Glock gerade sagen, sondern auch für Nicht-Amerikaner wie den Mexikaner, haben wir richtig, richtig große Abflüge und das Oval hat eigene Gesetze. Ja, auf jeden Fall. Also Riesenabflug, wir schauen uns gleich nochmal an. Dominguez draußen, dann eben auch Tracy. Und wir wollen mal gucken, wie die Entstehung dieses Crashs war. Da gab es eine Menge Diskussionen hinterher, nach dem Rennen am Samstagabend. Bindemittel sofort, wird unten rausgeholt. Natürlich sofort Safety-Car-Phase, Tempo rausnehmen, Überholverbot. Das ist Tracy. Das sind die Teile von Tracy. Und wir sollten auch nochmal sagen, bei Bourdais fehlt seit etwa Runde 40 die vordere Abdeckung der Stoßdämpfer. Und gerade per Funk hat er gesagt, it was Bourdais who hit me. Jetzt schauen wir das Ganze nochmal an. Er will jetzt in die Boxengasse reinziehen. Tracy will rein. Und hat Bourdais das viel zu spät gemacht. Bourdais hatte keine Chance, kam von hinten mit Vollspeed angeflogen, war natürlich riesig überrascht, dass plötzlich dieser Seitenwechsel vom Kanadier passiert ist. Und manchmal in der Fahrerbesprechung ist klar gesagt worden, auf der Gegengerade muss der Fahrer, der in die Boxengasse will, unten unterhalb der weißen Linie fahren. Also Tracy hat den Fehler gemacht, das war genauso besprochen worden. Auf der Gegengerade musst du die Linie zwischen die Räder nehmen, damit der Hintermann sieht, ich gehe rein. Das hat Tracy nicht gemacht, er blieb draußen, deshalb hat Bourdais überhaupt nicht damit gerechnet, dass er verlangsamt und reingeht, deshalb hat er ihn hinten getroffen. Ein Riesenärgernis zwischen den beiden. Wir sehen es vorne, man schaut es nochmal aus der Onboard-Kamera an, von Oriol Servia im zweiten Human Haas. Auto. Also Tracy, wenn er rein will, müsste die Linie zwischen die Räder nehmen. Ja, und das war gut, da haben wir das nicht mehr richtig. Da haben wir nur gesehen, dass Bourdais eben auch natürlich kurz vom Gas war. Ja. Und außen dann im Oval der nicht sehr stark überhöhten Steilkurve dann Tracy Einschlag, aber eben nichts passiert. Auch natürlich Manfred hier, Hals- und Nackensicherungssystem, das Handsystem Vorschrift. Und die Beschädigung der Abdeckung hat mit dem, der Spotter muss ihm auch gesagt haben, dass Bourdais direkt hinter ihm ist. Und Bourdais saugt sich das jetzt weiß, an. Das weiß er und doch. Und jetzt zieht er gleich runter. Und jetzt Bourdais will unten durchgehen. Und jetzt fährt und er da zieht Tracy Richtung jetzt, um reinzufahren. Ja, und da passiert's. Bei deutlich über 330 Kilometer pro Stunde, Gott sei Dank, das Ganze noch glimpflich ausgegangen. Okay, Tracy rausgeflogen in die Mauer, aber zumindest, Manfred, es hätte auch durchaus einen schweren Unfall. Ja, unbedingt. Kurz hat er hier Unterluft sogar bekommen. Und dann eine sehr, sehr unpopuläre Aktion eines Franzosen in Amerika. Ja, wird ihn nicht populärer machen. Tracy war hier natürlich der Darling der Menge. Er kam von Platz 14, er hat die Spitze erobert, er hat um den Sieg gekämpft.